yeah, Elektroschrott. Na, ihr Spacken, damit habt ihr nicht gerechnet, dass jetzt vor Weihnachten doch nochmal ein Video kommt, aber das habt ihr einem ganz besonderen Vierbeiner-Paarhufe-Dings zu verdanken, nämlich den Zauberpony. Das Zauberpony hat sich gedacht, hey, Adventszeit, Geschenkezeit, der Zappes, ne? Der kriegt was. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber beim Zauberpony habe ich die Ahnung, dass es gut ist. Und schauen wir doch einfach mal, hm? Ich werde jetzt mal kein übertriebenes Feingefühl anwenden. Vernünftiges Unboxing ist immer messy. Okay, das Zauberpony weiß, dass ich mal gaffert bin. Okay, ich weiß jetzt schon mal, wer auf dem Ponyhof staubsaugt, beziehungsweise wie das gemacht wird. Ich habe allerdings die komische Vermutung, dass sich hier in diesem Karton kein Roomba befindet. Ich schau mal ganz vorsichtig. Oh! Ich bin zu doof dazu, aber... Oh, das ist ja... Oh, schaut euch das mal an. Lauter klein verpackte Geschenke und ein bisschen Geraffel vom Üblichen. Ich denke, wir fangen mal an mit dem Zeug, was nicht eingepackt ist. Wir haben hier mal wieder so eine ganz seltene Sache, einen WLAN-Router. Wozu man jetzt an der Stelle sagen muss, ich könnte gerade tatsächlich einen guten Access Point noch gebrauchen für einen Keller. Zauberpony, funktioniert er noch? Ich nehme mal an, das Netzteil gehört dazu. Hier so ein Steckernetzteil. Ein Magnum BTR2 Receiver mit Bluetooth. Ich nehme an, das ist GPS. Würde ich mal so vermuten. Steht irgendwas drauf? Fotoelektronik, bla bla bla, Lithium-Ionen-Akku. Ja. Also ich vermute mal, es ist entweder Bluetooth oder Infrarot. Ich recherchiere das gleich. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ein Smart Media Card wieder. Da sich die Smart Media Karte bekanntlich als das Speichermedium für gerade insbesondere Mobiltelefone durchgesetzt hat, wegen ihrer kompakten Größe von nur ungefähr so, ist das ein absolut zukunftsweisendes Teil. Haufen. Da unten ist noch was Unverpacktes. Ja, für die Telefone mit analogen Anschlüssen hier kein Telefon, kein Telefon, also so eine NFN-Dose, DSL-Splitter, super. Also, vielleicht kann ich das gerade mal gebrauchen. Das ist ein PS2 auf USB-Adapter, ja, auch ein wirklich wichtiges Tool, das man heutzutage dauernd braucht, wegen der enormen Anzahl von PS2-Anschlüssen, die man noch so an Rechnern findet. Ein kleines Platinchen. Steht eben drauf. BMP180. Ah, das ist doch von Bosch dieser Beschleunigungssensor oder Luftdrucksensor. Ich glaube, es ist ein Luftdrucksensor, der BMP180. Ja, cool, den hatte ich sogar bei Amazon auf meiner Wunschliste mal eine Zeit lang stehen, weil ich mit dem immer schon mal irgendwie was basteln wollte. Jetzt brauche ich hier irgendwas, wo ich die richtig geilen Sachen rein tue. Haufen. Und 3 mm Stereo-Klinkenkabel für Telefon an Computer anschließen oder so kann man das benutzen. Hoppala, das hier fällt gleich auseinander, da bin ich vorsichtig damit. Und jetzt haben wir hier viele kleine Sachen. Oh, das wird gleich lustig. Wir packen das gleich zusammen alles aus. Und hier hat er noch, was hat er hier noch? Ein DVB-T-Receiver. Oh, super. DVB-T, schön mit SCART. Ja, das
Nehmen wir vielleicht demnächst mal auseinander oder so? Mal gucken. Vorerst zur Seite weg. Gut, wir haben jetzt also noch hier viele kleine und ein großes. Und ich denke, ich werde erst die kleinen aufmachen und dann das große. Einfach nur der Spannung wegen. Und den Karton tue ich mal hier ein bisschen aus dem Weg. Ich habe den Bubble Wrap hier auf dem Boden mit meinem Bürostuhl. Ich kann mit meinem Arsch krack machen, wenn ich ihn richtig bewege. So, schauen wir mal. Päckchen Nummer 1. Oh, ACC akut. Oh, das ist aber lieb, wenn ich mal wieder Husten habe. Ne? Ihr wisst ja vielleicht noch, ne, aus dem anderen Video, das Zauberpony hat mir mal so ein Paket geschickt, da musste ich ganz dolle husten. Ja. Und jetzt, wenn ich mal wieder ganz dolle husten muss, nehme ich das gute ACC. Dann, nächstes kleines Päckchen. Noch mehr ACC. Wenn ich noch mehr husten muss, dann nehme ich 2 Packungen ACC auf einmal. Von Hexal. Gibt es da nicht auch was von Ratiofarm? Noch so was. Das hätte ich heute Nacht gebraucht. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ja, Nasenpäm. Ich habe ja hier so Allergiescheiße. Ne? Und aus irgendeinem Grund meinen die ganzen Gräser jetzt bei der Wärme, sie müssten jetzt im Winter, im Dezember nochmal Pollen rausschmeißen. Die letzten Tage waren echt die Pest. Und jetzt habe ich das gute Xylometazolin-Hydrochlorid am Start. Bonuspunkte dafür, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und kann nachts dank Pony-Nasenspray wieder richtig durchatmen. Und wenn ich dann noch husten muss, dann nehme ich das ACC. Ihr merkt schon, ich bin diesmal so ein bisschen über den elektronischen Teil. Ich habe das Gefühl, ich bin über den gesamten elektronischen Teil eher etwas hurtig hinweggegangen. Mir scheinen all diese Dinge gar nicht so elektronisch zu sein. Außer natürlich hier. Ja. Sieht auch wie eine Medikamentenverpackung aus. Ibuflam Lichtenstein, steuersparend. Ibuflam klingt nach Ibuprofen. Was ist es dann? Ibuprofen, hervorragend. Wenn ich mal wieder hier, ja, wenn ich beim Auspacken von Sachen vom Zauberpanier so lange husten muss und niesen muss, bis ich davon Kopfschmerzen kriege, bin ich jetzt komplett versorgt. Und ich kann beim Auspacken jede Menge saufen und mir ein paar Ibuprofen zünden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein gewisser Zuschauer der Ansicht ist, ich könne eventuell pharmakologisch unterversorgt sein. Aus diesem Grund gibt es noch mehr Ibuflam, aber diesmal von der Firma Winthrop. Denn wenn mir diese Marke nicht so taugt, kann ich diese nehmen. Mal schauen, ob sie wenigstens schon abgelaufen sind. Nicht, dass das bei Ibuprofen irgendwas bedeuten würde. Das Zeug hält sich definitiv hinreichend. Verwendbar bis 10.2017. Alter, das ist ja sogar noch gutes Zeug. Ich warte ja irgendwie auf Medikamente gegen Erektionsstörungen beim Pferd oder so. Oder beim Pony. Wahrscheinlich braucht es diese. Glypostat C. Für den Fall, dass es doch nicht nur am Staub liegt, sondern ich eine Erkältung habe. Gegen grippale Infekte und so. Ist noch bis 2019 gut. Mit Paracetamol, Vitamin C, Koffein und Chlorphenamin-Maliat. Also immer Chlorphenamin. Liebes Pony, bist du der Ansicht, dass ich ein kranker Typ bin oder so? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier noch mehr Apothekensachen haben. Kamistat-Gel. Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut. Bei fehlender Besserung der Entzündungszeichen innerhalb einer Woche sowie beim Auftreten unklarer Beschwerden, boah, mir ist schlecht,
Sollte ein Arzt aufgesucht werden? Ja, okay. Wenn ich mal wieder meine Mundschleimhaut gebunster. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ne, ich habe es ja hier mit dem Allergiescheiß und jetzt kann ich dagegen auch was nehmen. Ich habe natürlich auch so ein paar von den harten verschreibungspflichtigen Sachen, aber ich habe auch immer ganz gerne mal so ein Over-the-Counter-Zeug da. Das schleppe ich irgendwie immer mit mir rum, wenn man es mal dringend braucht. Wirkt normalerweise schneller als das Zeug, was einem der Arzt verschreibt. Nicht ganz so gut, nicht ganz so schonend, aber schneller. Ja. Jetzt, liebe Freunde, eine relativ große. Ich würde mal sagen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber was mir jetzt noch hier fehlt, wären entweder, ja, Naloxan wäre eventuell noch hilfreich, oder auf jeden Fall schon mal, um was es sich bei diesem Gerät handelt, weil das hier ist die Originalverpackung dazu. Es ist ein Receiver mit Bluetooth für kabellose Übertragung von Musik. Schön. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, mein AV-Receiver kann das zwar, aber man hat ja noch andere Sachen, die sowas abspielen wollen. Und hier ist, oh wie lieb, ein Netzteil drin. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es ist das Netzteil für den WLAN-Router. Was nahe liegt, weil haut raus 15 Volt und der hier sagt Power. Sagt nicht wie viel. Ja, sagt Power 9 Volt. Wenn ich also das hier mit dem hier jetzt verwendet hätte, dann hätte ich ganz doll geweint. Naja, weil das hier ist der richtige. Keine Ahnung, wofür der 15 Volt da ist. Aber man kann damit 15 Volt liefern. Und die Originalverpackung hier, die ist aus Pappe. Die schenke ich dem Sascha, weil der baut nämlich immer seine Elektronikprojekte in Pappverpackung von irgendwas. Ich bin immer noch völlig begeistert von seinem Synthi oder was das gleich wieder war in der Verpackung von einem iPhone. Der freut sich hierüber ganz bestimmt. Also, wir halten bis zu diesem Zeitpunkt mal fest. Pharmakologische Beute. Mir fehlen noch MCP-Tropfen, wenn einem schlecht ist nach dem Saufen. Und elektronische Beute. Ja, ich zeige mich immer noch etwas verwirrt, ob der Produktauswahl, mit der wir es hier zu tun haben, aber auf jeden Fall schon mal ein geiler Sensor. Den Sensor tue ich jetzt in die Packung, die ich im Regal habe, wo drauf steht diverse Sensoren. Hier, da steht drauf diverse Sensoren. So sieht das da drin aus. Und mit den anderen Sachen überlege ich mir dann, was ich tue. Aber wir wollen nicht vergessen, einen haben wir noch. Ich versuche es mal da rauszuheben, ohne es zu zerstören. Ich sehe drei Möglichkeiten. A. Wurst. B. Saufzeug. C. Plastiksprengstoff. Dazu eine kleine Anekdote. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich eventuell mit so einem ESP8266 Modul und einem kleinen Glühwendel eine Schaltung machen soll, die über WLAN Silvesterraketen zünden können. Das wäre eigentlich total einfach und auch total cool. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe in letzter Zeit bei Amazon und eBay und dem ganzen Kram wegen der Elektronik und der E-Zigaretten und dem Platinenbasteln Elektronikbauteile bestellt. Ich habe Chemikalien bestellt, ich habe Glühdraht bestellt, Werkzeuge, den ganzen Scheiß. Ich glaube, wenn ich dann noch ein Video rausbringe, das eigentlich nur ein knapp getarntes Bombenbauvideo ist,
Ach nee, ich finde das hier draußen ganz cool. Ich möchte eigentlich gar nicht hinter diese Gittersachen. Gut, also ihr kriegt von mir kein Video, wie man einen Fernzünder für Silvesterraketen baut, obwohl es cool gewesen wäre. Dann jetzt schauen wir mal, ob ich das hier aufkriege, ohne irgendwas kaputt zu machen. Wir haben auf jeden Fall noch viel mehr Bubblewrap. Und das hier ist eine allerliebste Verpackung. Das ist ein Kondom in Ponygröße. Extra small. Mehr Bubblewrap. Ich tue das mal hier unter meinem Bürostuhl. In Frankenthal sucht ein BASF-Mitarbeiter ein ETW, ein Tamilienwohnhaus oder ein bis zwei Familienwohnhaus in 40 Kilometer Apfelbettimmobilien. Ne? Opa, Oma, Mama, Kinder, alle sind dabei. Zauberpony hat mir was zum Lesen geschickt, das finde ich total nett. Oh, geil. Mühlenweizen. Frisch aus der Malzmühle. 5,3% Alkohol, richtiges Bier. Und ich glaube, das verkoste ich heute Abend. Vielleicht mache ich auch ein Tierdarm-Video davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei den beiden anderen Plastiksprengstoff drin ist, sinkt erheblich mit dieser Erkenntnis. Hören wir mal, es ist hier oben dünner als unten. Also habe ich mal so die Vermutung, dass ich es so rum öffnen muss. Komm, du geiles Diese Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren besonders geeignet, weil sie was fürs Leben werden. Was ist das denn geiles? Vulkanhelles. Habe ich ja noch nie gesehen. Wo kommt das denn her? Aus der Eifel. Oh, schöne Grüße an den Eifelpfuscher. Er hat keine Ahnung, wer da ist, aber ich grüße ihn. Und es gehört jetzt nicht mehr so viel Fantasie dazu, zu raten, was hier drin sein könnte. Bönsch, Naturtrüb. Bönsch. Bönsch? Aus Bonn? Aus Bonn von Bönsch. Naja, Bier. Hervorragend. Also, wir halten fest. Projektgehäuse für Sascha. Pharma-Spaß. Hoffentlich noch ein funktionierender Access Point für den Keller und drei Buddeln Bier. Voll geil, Conny. Voll geil, finde ich völlig gut. Freue ich mich tierisch drüber. Bier kommt in den Kühlschrank. Ist wahrscheinlich heute Abend fällig. Hey, es ist Samstag. Samstagabend brauche ich Bier. Und hau mir doch nochmal in die Kommentare, ob der Router da noch funktioniert oder melde dich irgendwie anders bei mir und lass mich wissen, ob es sich lohnt, wenn ich den anschließe oder ob ich da nur geschissen mit habe. Ist ganz praktisch, der hat auch noch einen Switch mit eingebaut. Könnte ich eigentlich im Wohnzimmer gebrauchen, Junge. Gute Sache. Ja, okay. Wieder mal so ein kleines Unboxing hier. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das populärste bei euch, aber wisst ihr was? Bei mir schon, ich kriege gerne Zeug. Und wenn irgendjemand von euch auch mal so ein sachfremdes Paket schicken will, wie gesagt, mir fehlen jetzt noch MCP-Tropfen, Cortisonsalbe und Gleitmittel. In diesem Sinne, Schössing. Was? Vielleicht könnte ich ja einen WLAN-gesteuerten Grillanzünder machen. Der Thomas, der mir dann auch bei mir vorbeikommt und ein Schnitzel will. Oder ein Steak. Will ich eigentlich nicht. Nee, ich glaube, das lasse ich besser sein. Schade.